Jeder negative Gedanke, den du über Geld hast, ist armutsorientiert. Also hör auf das, was du sagst und hör auf das, was du denkst. Geld ist das Leichteste zu manifestieren. Wie reagierst du auf diese Aussage? Glaubst du sie? Bist du wütend? Ist es dir gleichgültig? Bist du bereit, diese Aufnahme quer durch den Raum zu werfen? Wenn du eine dieser Reaktionen hast, gut. Ich habe etwas tief in dir berührt, den Punkt des Widerstands gegen die Wahrheit. Und das ist der Bereich, an dem du arbeiten musst. Es ist an der Zeit, dich für das Potenzial zu öffnen, den Geldfluss und alles Gute zu empfangen. Liebe deine Rechnungen. Es ist wichtig, dass wir aufhören, uns um Geld zu sorgen und unsere Rechnungen zu verteufeln. Viele Menschen betrachten Rechnungen als Strafe, die sie möglichst vermeiden sollten. Eine Rechnung ist eine Bestätigung unserer Fähigkeit zu zahlen. Der Gläubiger geht davon aus, dass du wohlhabend genug bist und gibt dir die Dienstleistung oder das Produkt zuerst. Ich segne mit Liebe jede Rechnung, die in mein Haus kommt. Ich segne mit Liebe und drücke einen kleinen Kuss auf jede Zahlung, die ich tätige. Wenn du mit Groll bezahlst, hat es das Geld schwer, zu dir zurückzukommen. Wenn du mit Liebe und Freude bezahlst, öffnest du den frei fließenden Kanal der Fülle. Behandle dein Geld wie einen Freund, nicht wie etwas, das du zusammengeknüllt in deine Tasche steckst. Deine Sicherheit ist nicht dein Job oder dein Bankkonto oder deine Investitionen oder dein Ehepartner oder deine Eltern. Deine Sicherheit ist deine Fähigkeit, dich mit den kosmischen Kräften zu verbinden, die alles kreieren. Ich denke gerne, dass die Kraft in mir, die meinen Körper atmet, dieselbe Kraft ist, die mir alles gibt, was ich brauche, und zwar genauso leicht und simpel. Das Universum ist verschwenderisch und reichhaltig, und es ist unser Geburtsrecht, mit allem versorgt zu werden, was wir brauchen, solange wir nicht das Gegenteil glauben wollen. Ich segne mein Telefon jedes Mal mit Liebe, wenn ich es benutze, und ich versichere mir oft, dass es mir nur Wohlstand und Liebe bringt. Das Gleiche tue ich mit meinem Briefkasten, meinem Postfach, der sich jeden Tag mit Geld- und Liebesbriefen aller Art von Freunden, Kunden und Lesern meine Beiträge füllt. Ich freue mich über die Rechnungen und danke den Firmen, dass sie mir die Bezahlungen anvertrauen. Ich segne meine Türklingel an der Haustür und weiß, dass nur Gutes in mein Haus kommt. Ich erwarte, dass mein Leben gut und freudig ist, und das ist es auch. Diese Ideen sind für alle da. Freue dich über das Glück anderer. Verzögere deinen eigenen Wohlstand nicht, indem du nachtragend oder eifersüchtig bist, weil jemand anderes mehr hat als du. Kritisiere nicht die Art und Weise, wie sie ihr Geld ausgeben. Das geht dich nichts an. Jeder Mensch steht unter dem Gesetz seines eigenen Bewusstseins. Kümmere dich nur um deine eigenen Gedanken. Segne das Glück der anderen und sei dir gewiss, dass es genug für alle gibt. Es gibt ein Gesetz der Nachfrage und des Angebots. Die Nachfrage kommt zuerst. Geld kommt immer dorthin, wo es gebraucht wird. Die ärmste Familie kann fast immer das Geld für eine Beerdigung auftreiben. Visualisierung des Ozeans des Überflusses. Dein Wohlstandsbewusstsein ist nicht vom Geld abhängig. Dein Geldfluss hängt von deinem Wohlstandsbewusstsein ab. Je mehr du dir vorstellst, desto mehr wird in dein Leben kommen. Ich liebe die Vorstellung, am Meer zu stehen, auf den weiten Ozean zu blicken und zu wissen, dass dieser Ozean die Fülle darstellt, die mir zur Verfügung steht. Schau auf deine Hände und sieh, was für ein Gefäß du in deiner Hand hältst. Ist es ein Teelöffel, ein Fingerhut mit einem Loch darin, ein Pappbecher, ein Glas, ein Krug, ein Eimer, eine Badewanne oder hast du vielleicht eine Pipeline, die mit diesem Ozean der Fülle verbunden ist? Sieh dich um und
Nimm wahr, dass egal wie viele Menschen da sind und egal was für ein Gefäß sie haben, es genug für alle da ist. Du kannst keinen anderen berauben und sie können dich nicht berauben und auf keinen Fall kannst du den Ozean trockenlegen. Dein Gefäß ist dein Bewusstsein und es kann nur immer gegen ein größeres Gefäß ausgetauscht werden. Mache diese kurze Übung so oft wie möglich, um das Gefühl von Ausdehnung und unbegrenztem Angebot zu bekommen. Öffne deine Arme und sitze mindestens einmal am Tag mit ausgebreiteten Armen und sage: Ich bin offen und empfänglich für all das Gute und die Fülle im Universum. Das gibt dir ein Gefühl von Ausdehnung. Das Universum kann nur das geben, was du in deinem Unterbewusstsein hast, und du kannst immer mehr in deinem Bewusstsein erschaffen. Es ist wie eine kosmische Bank. Du machst mentale Einlagen, indem du dein Bewusstsein für deine eigenen Fähigkeiten zur Schöpfung schärfst. Meditationen, Behandlungen und Affirmationen sind mentale Einlagen. Du kannst niemals Wohlstand erschaffen, indem du über deinen Geldmangel sprichst oder nachdenkst. Das ist verschwendetes Denken und kann dir keinen Reichtum bringen. Das Verweilen im Mangel erzeugt nur noch mehr Mangel. Armutsdenken bringt mehr Armut und Dankbarkeitsdenken bringt Reichtum. Es gibt ein paar Affirmationen und Gedankengänge, die garantiert dafür sorgen, dass der Wohlstand unerreichbar bleibt. Wenn du dich über das Geld anderer Menschen ärgerst, das sie haben, errichtet das eine Mauer zwischen dir und deinem eigenen Fluss. Öffne dein Bewusstsein für neue Ideen über Geld und es wird dir gehören. Es gibt nie genug Geld. Das hier ist eine schreckliche Affirmation, die du nie benutzen solltest, ebenso wie die, dass Geld schneller weggeht, als es reinkommt. Das ist Armutsdenken der schlimmsten Art. Das Universum kann nur auf das antworten, was du über dich und das Leben glaubst. Prüfe alle negativen Gedanken, die du über Geld hast, und entscheide dich dann, sie loszulassen. Sie haben dir in der Vergangenheit nicht gut gedient und werden dir auch in Zukunft nicht gut dienen. Du kannst gelegentlich zum Spaß ein Lotterielos kaufen, aber schenke dem Lottogewinn nicht so viel Aufmerksamkeit, dass du glaubst, er würde deine Probleme lösen. Das ist ein Mangeldenken oder Armutsdenken und kann keine dauerhaften positiven Veränderungen in deinem Leben bewirken. Ein Lottogewinn bringt selten positive Veränderungen im Leben eines Menschen, denn innerhalb von 2 Jahren haben die meisten Lottogewinner fast ihren gesamten Gewinn verloren und können nichts vorweisen. Wenn du nur dein Bewusstsein und dein Denken ändern würdest, damit die Fülle des Universums durch deine Erfahrung fließen kann, könntest du all die Dinge haben, von denen du glaubst, dass die Lotterie sie dir bringen kann. Und du würdest sie behalten können, weil sie dir aufgrund deines Bewusstseins gehören würden. Bejahen, bekannt geben, verdienen und zulassen sind die Schritte, um dem Universum deinen Reichtum anzuzeigen, der viel größer ist, als du jemals im Lotto gewinnen könntest. Eine weitere Sache, die dich vom Wohlstand abhalten kann, ist Unehrlichkeit. Was immer du im Leben ausgibst, kommt immer zu dir zurück. Und wenn du vom Leben nimmst, wird das Leben von dir nehmen. So simpel ist das. Du magst denken, dass du nicht stiehlst, aber zähle mal das Papier und die Stifte, die du aus dem Büro stiehlst. Oder bist du ein Mensch, der Zeit stiehlt oder andere des Respekts beraubt oder vielleicht Beziehungen stiehlt? All diese Dinge zählen und sind eine Art, dem Universum zu sagen, dass ich das Gute im Leben nicht wirklich verdiene, dass ich mich herumschleiche und es mir nehmen muss. Werde dir also bewusst, welche Glaubenssätze den Geldfluss in deinem Leben blockieren, ändere diese Glaubenssätze und beginne ein neues, reiches Denken zu entwickeln. Selbst wenn niemand in deiner Familie dies getan hat, kannst du dich für das Konzept öffnen, dass Geld in dein Leben fließt. Wenn wir wohlhabend sein wollen, müssen wir Wohlstandsdenken anwenden. Ich habe 2 Wohlstandsaffirmationen, die ich seit vielen Jahren benutze und die für mich gut funktionieren. Sie werden auch für dich funktionieren. Erstens, mein Einkommen steigt ständig. Und zweitens, ich erhalte Wohlstand, wohin ich mich auch wende. Ich hatte sehr wenig Geld, als ich anfing, sie zu benutzen. Aber durch konsequentes Üben sind sie für mich wahr geworden. Weißt du, ich glaube schon lange, dass die Geschäftswelt ein Ort ist, an dem wir uns gegenseitig segnen und aufblühen lassen können. Ich habe das Konzept des rücksichtslosen Geschäftemachens, bei dem man versucht zu betrügen und den anderen zu übertrumpfen, noch nie verstanden.
Das klingt nicht nach einer freudigen Art zu leben. Es gibt so viel Überfluss auf dieser Welt, wenn wir ihn nur teilen würden. In meinem Unternehmen war ich immer ehrlich und ehrenhaft. Ich halte mich an mein Wort, mache meine Arbeit gut und behandle andere mit Respekt und Großzügigkeit. Wenn du so lebst, ist es unmöglich, das Geld fernzuhalten. Das Universum belohnt dich bei jeder Gelegenheit. Heute habe ich einen fabelhaften Ruf in der Unternehmenswelt und so viele Aufträge, dass ich einige ablehne, weil ich nicht so groß werden will, dass ich die persönliche Note verliere. Wenn ich, ein missbrauchtes Kind ohne nennenswerten Schulabschluss, es schaffen kann, dann kannst du es auch. Stell dich einmal am Tag mit weit geöffneten Armen hin und sage voller Freude: Ich bin offen und empfänglich für all das Gute und die Fülle im Universum und danke aus vollem Herzen dem Leben. Das Leben wird dich hören und antworten. Affirmationen für Reichtum. Wenn du die Kasse klingeln lassen willst, dann benutze diese Affirmationen mit Gefühl und Behauptung. Ich bin ein Magnet für Geld. Wohlstand jeder Art wird von mir angezogen. Wo auch immer ich arbeite, werde ich zutiefst geschätzt und gut belohnt. Ich lebe in einem liebevollen, üppigen und harmonischen Universum und bin dankbar. Ich bin jetzt bereit, mich für den unbegrenzten Wohlstand zu öffnen, der überall existiert. Das Leben erfüllt all meine Bedürfnisse in großer Fülle. Ich vertraue dem Leben. Das Gesetz der Anziehung bringt nur Gutes in mein Leben. Ich wechsle vom Armutsdenken zum Wohlstandsdenken und meine Finanzen spiegeln diese Veränderung wider. Ich drücke meine Dankbarkeit für all das Gute in meinem Leben aus. Jeder Tag bringt wunderbare neue Überraschungen. Ich bezahle meine Rechnungen mit Liebe und freue mich über jede Zahlung, die ich tätige. Reichtumsenergie fließt frei durch mich. Ich verdiene das Beste und ich akzeptiere das Beste jetzt. Ich lasse allen Widerstand gegenüber Geld los und erlaube es, freudig in mein Leben zu fließen. Gutes kommt zu mir von überall und jedem.